Mein Name ist Corinna Müller-Susek. Ich komme von der Bäckerei Brunnenmüller oder im Namen der Bäckerei Brunnenmüller bin ich heute hier. Wir betreiben hier in Schesel eine Bäckereifiliale im Beke-Zentrum in der Harburger Straße. Und ich denke, viele kennen uns durch Backwaren, die nicht unbedingt überall zu kriegen sind, wie unsere schwarze Sau, unseren Apfeldatschi, Sunriser, Blondie. Sind schon mittlerweile ein Begriff hier in Schesel. Ja, wenn ich jetzt so ein bisschen die Geschichte erzählen soll, begonnen hat es ja für uns alle im letzten März und für uns dann eben halt auch nach dem ersten Lockdown mit selbstgenähten Masken. Wir haben das Hygienekonzept umgesetzt, was vorher vorgeschrieben war, mit Adresserfassung bei Café oder bei Verzehr vor Ort. Dann haben die Abstandsregeln, Desinfektionsmaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden. Dann haben sich die selbstgenähten Masken nicht so bewährt, da es wirklich nicht einfach ist für alle Mitarbeiter und nicht einfach war für alle Mitarbeiter, diese teilweise 6 Stunden zu tragen. Und man atmet ja doch immer seine eigene Luft wieder ein. Wurden die abgelöst von Masken mit Visier. Und nach dem zweiten Lockdown war das ja nicht mehr möglich und nicht mehr erlaubt. Und nun war das Tragen von OP-Masken angesagt und wir mussten mit zusätzlichen Spuckschutzen arbeiten, dass so ein Kontakt zwischen Mitarbeiter und Kunde vermieden wird. Aber ich kann nur sagen, ich habe mich auch noch mal vergewissert bei meinen Mitarbeitern. Die Kunden hatten mit diesem Hinterlassen der Adressen in Schesel, ich kann auch nur sagen explizit in Schesel, weil in anderen Orten war das nicht so, kein Problem mit dem Hinterlassen ihrer Adressdaten. Da gab es in anderen Filialen doch schon mal das ein oder andere Unbehagen und wie soll ich sagen, Meckern in dem Sinne. Und auch das Anstehen. Bei uns im Laden dürfen höchstens 2 Leute stehen momentan. Und am Samstag ist es doch recht voll und es entsteht eine lange Schlange draußen auf dem Parkplatz, selbst bei Schnee und Regen. Aber alle stehen in Reihe und Glied und es gibt keinen, wie soll ich sagen, keinen Ärger dadurch. Also die verhalten sich wirklich alle vorbildlich, die Kunden. Ja, umsatzmäßig, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf, in Schesel ist der Umsatz ziemlich konstant geblieben. Ansonsten haben wir in Vorkassenzonen doch verloren. Und im Hauptgeschäft zum Beispiel, es ist jetzt hier ein freistehender Standort, da haben wir sogar einen Zuwachs, weil ich kann mir das nur vorstellen, dass es vielleicht auch daran liegt, dass man ja nach dem ersten Lockdown und auch nach dem zweiten Lockdown in Supermärkten, selbst wenn man nur zum Bäcker wollte, einen Einkaufswagen nehmen musste und das sich doch einfacher gestaltete in so Geschäften direkt an der Produktion und wir dadurch den Vorteil hatten, dass wir dort mehr Umsatz machen konnten. Im Ganzen, in allen Geschäften fehlt uns natürlich der Kaffeeumsatz für den Verzehr vor Ort und auch To Go ist nur an einigen Standorten, wo wir wirkliche Cafés hatten, etwas mehr geworden. Und wir haben an den Standorten, wo wir Cafés haben, das eine Café haben wir ganz geschlossen in Walsrode, haben dort nur noch am Freitag auf, wo auch Wochenmarkt ist dort und wir haben unser Café direkt am Wochenmarkt. Und in Rothenburg das Café haben wir nachmittags geschlossen. Und unsere Mitarbeiter sind in den Fällen in Kurzarbeit für die Arbeit, die sie weniger leisten für uns. Im November haben wir eine Preiserhöhung gemacht und damit haben wir eine Lohnerhöhung auffangen können, weil wir sagen, es ist wichtig, dass auch unsere Mitarbeiter in dieser Zeit einen passenden Lohn erhalten. Und wir haben die Kosten für das neue Hygienekonzept, die doch nicht unerheblich sind, damit aufgefangen. Ja, also ich möchte mich einmal bei meinen Mitarbeitern bedanken, dass sie in dieser Zeit für uns da sind und zu uns halten und dass wir da gemeinsam durch diese Zeit gehen können.
und dass sich auch alle so vorbildlich an die Hygienevorschriften halten, obwohl das, wie gesagt, hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet, mit dem Tragen der Masken nicht immer leicht fällt. Es ist wirklich so, dass jemand, der sowieso anfällig ist für Kopfschmerzen und so, das natürlich auch am Tag merkt, wenn er 6 Stunden am Stück oder 8 Stunden am Stück eine Maske auf hatte. Also danke nochmal und danke auch an alle Kunden, dass sie die Preiserhöhung akzeptiert haben und uns trotzdem treu geblieben sind und das auch für gut befunden haben, dass nachdem das auch kommuniziert wurde, dass es in die Löhne geht und zum Auffangen des Hygienekonzeptes, dass sie uns bestätigt haben, dass diese Entscheidung nicht die falsche war. Ich wünsche mir, dass wir mit der Bäckerei und natürlich auch alle anderen an Corona, ich sage immer so in Anführungsstrichen, vorbeischreddern und die nächste Zeit gut überstehen. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, was bei uns passiert, wenn wirklich jemand Corona hat und alle nach Hause geschickt werden. Dann wird sicherlich nicht mehr so gut aussehen. Wir gemeinsam für Schesel.